ernst die beiden Mannschaften dieses Freundschaftsspiel heute nehmen werden. Machen wir uns bereits im heutigen Spiel und hier ist auch schon meine Unterstützung. Hier ist Florian Köhler. Das Stadion ist bis auf den letzten Platz gefüllt und so wie ich gehört habe, hätte man auch die doppelte Anzahl Karten verkaufen können. Kann er die Chance nutzen? Die Gäste haben es gemacht. Unglaublich, nicht häufig landet der erste Schuss im Spiel direkt im Netz. Sommer, ein Vorbild für jeden Stürmer. Ein Schuss, ein Treffer. Overmars. Den Ball erkämpft und jetzt sollte es schnell gehen. Verwandelt er. Prima, wie er noch an den Ball kommt. Da stand er in einer guten Position, aber der Torwart war einfach zu stark für ihn. Und damit holt sich der Torwart diese Ecke. Der Ball zurück im Spiel. Da hat er aber auch jede Menge Glück gehabt. Ausgezeichnet den Gegner aufgehalten. In der eigenen Hälfte wieder in Ballbesitz. Den Ball weit nach vorne gepasst. Starkes Defensivverhalten. Barcelona liegt mit einem Tor zurück und ist jetzt am Ball. Figo. Diese Abwehr ist sehr schwer zu knacken bei so einer Vielzahl von Verteidigern. Der Ball gehört ihm. Kleubert. Er nimmt ihm einfach den Ball ab. Figo. Macht er den Treffer? Sie haben das Tor gemacht. Ohne Zweifel ein klasse Tor. Er ist auf Tor aus, keine Frage. Die erste Hälfte ist vorbei, 2:0 der Spielstand. Wir sind bereit für die zweite Halbzeit. Die Verteidiger sind gut gestaffelt. Overlast. Wird er schießen? Da fällt schon wieder ein Tor. Egal wie der Ball über die Torlinie kommt, Hauptsache er ist drin. Da wartet er nicht lange. Sein erster Treffer mit seinem ersten Schuss. Er holt sich den Ball im Mittelfeld. Damit ist der vielversprechende Angriff erstmal gestoppt. Zidane. Er die Chance nutzen. Raus aus der Gefahrenzone. Xavi. Sauberer Zweikampf. Beckham. Ob er die anderen auch nochmal an den Ball lässt. Beckham. Geblockt. Aus der Gefahrenzone geklärt. Ausgezeichnet. Das ist eine Chance. Tor! Na, die wissen, wie man den Ball zum Erfolg führt. Prima gespielt. Sie haben immer noch einen hohen Rückstand. Ob sie es trotzdem noch schaffen können? Figo. Figo. Das ist das Tor! Er war zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort. Dem scheint heute einfach alles zu gelingen. Figo. Zidane. Bei diesem Pass war nicht nur Können, sondern auch jede Menge Glück im Spiel. Wichtig, dass er sich da den Ball geholt hat. Gute Länge in dem Einwurf. Saubere Arbeit vom Defensiven. Xavi.
Da konnte der Gegner noch rechtzeitig gestoppt werden. Wird er treffen? Da rettet der Post. Endstand 4:1.